So, nächste Runde Höllenschreiner. Sylvanas Windrunner dürfte jetzt wieder ihren Job bekommen, wenn nichts dazwischen kommt. Sylvanas ist am Start. Wir können inzwischen mal gucken, wie gerade bei Rexa ist. War relativ. Relativ froh, wenn 60%. Könnte nicht immer so gut laufen, ist schon mal klar, aber relativ froh, wenn man will. Sylvanas muss halt noch an die 50 rankommen. Und dann muss ich irgendwie Sagara dann noch ein bisschen pimpen. Gerne in der zweiten Pickphase was machen wollen. Der Ruhm ruft uns. Wir sind ein bisschen zu squishy, glaube ich. Los geht's. Okay. Jetzt wird es keine Sylvanas mehr. In Valiva ist Sylvanas super, super schwierig zu spielen. Wir brauchen irgendwas, was easy überlebt. Schwierig. Tassada wäre ein bisschen zu riskant hier, weil wir nicht genug Damage haben. Das ist schwer jetzt. Folgt meinem Ruf. Der Kreuzzug ruft. Das ist ein ganz schweres Ding jetzt hier. Okay, wir spielen Sylvanas. Krass. Wir werden so hart gefickt werden. Kara 7 reinzunehmen für die Valiva macht keinen Sinn. Auch wegen der Bombe von Tracer. Wenn da jetzt ein Tank gekommen wäre, hätte ich gesagt, ja komm. Dann spielen wir das jetzt durch. Aber so müssen wir auf Sylvanas gehen. Es ist mega riskant hier, weil wir haben die Tracer. Wir haben die Valeva. Ich werde in den Teamfights nicht viel reißen können. Ich werde wahrscheinlich super oft sterben. Super oft werde ich hier sterben, genau wie Kettesat. Wir müssen uns da auf unsere Frontline verlassen. Also ich kann nur versuchen, aggressiv zu spielen, aber das wird verdammt schwer. Valeva mit Abatur Copy dürfte ein großes Problem werden. Ich glaube nicht, dass wir dieses Spiel gewinnen können. Also ich bin immer relativ pessimistisch, aber... das sieht nach Zerstörer aus. Auf deren Seite. Ich kann nur hoffen, dass wir das irgendwie über Spiel regeln können. Von der Anduin. Weiß nicht. Nun, da wir zusammenkämpfen, glaubt ihr, dass die Gegner auch nur. Es macht hier keinen großen Unterschied, was ich hier gehe, ehrlich gesagt. Willkommen in der Partnerschaft sein. Single Target Burst, das mag ich schon.
The match begins in 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Let's do this! Stellt meine Geduld nicht auf die Probe. Ich kämpfe weiter. Und ich würde gegen Sonja gehen. Okay, da geht es. Ist ein Geschenk. Vorerst. Erlaubt mir, es mit euch zu teilen. Muss ich gehöre ich auf, was ich darf nicht so viele Lebenspunkte verlieren, vor allem muss ich auf die Map gucken. Wo ist die Tracer? Wo ist. Wo ist die Valyra? Valyra scheint hier irgendwo zu sein, weil ich es noch Valyra ist ja nicht. Da kommt sie. Ja, darauf wird es halt jetzt ankommen, ne? Muss halt schauen, wo ist Valyra? Beide sind nicht da, möglicherweise machen sie das Camp, ja. Kann man machen. Wenn ihr halt mit Silence arbeitet, dann habe ich halt ein Problem, ne? Das ist nicht unsere einzige Möglichkeit, das hier halbwegs gut zu spielen. Möglicherweise kommt die Valyra jetzt. Aktiv sein. Bereitet euch auf das Schlachtfest vor. Das Camp Defend, Mitte auch das Camp Defend. Das kriege ich. Banner hat Ahnung, finde ich gut. Hier unten. Oh. Wir sind ja echt auf den Heiler angewiesen jetzt hier. Etwas, was mir gehört. Ja, da haben sie leider nicht mitgemacht, lange genug. Auf unsere Tore zu.
Und das Camp Defend, das ist erstmal wichtiger. Der Bestrafer unserer Feinde ist gefallen. Nun sind sie uns ausgeliefert. Jetzt wird das Camp doch nicht defendet. Ja, da muss ich halt aufpassen. Jetzt kann ich da nicht mal reingehen. Besser weg. Im Grunde natürlich jetzt umsonst genommen. Es geht nach oben. Das ist der Abatur. Ich werde das Ding mal schnell kaputt machen. Okay, das macht er jetzt schon. Gut, dann lass mal das Camp machen. Jojo ist schon auf dem Weg dahin, jawohl. Na, ja, Jojo gefällt mir. Gleich wieder defenden, aber der Kette hat jetzt natürlich gleich wieder Probleme bekommen. Wir müssen erstmal Level 10 irgendwie holen. Das ist unser Problem. Zelden ist unser Problem. Ganz verstehe. Haltet euch bereit! Ein Schrein baut Energie auf! Ich hab den Killer nicht gerade. Job, Team. Helm, entfesselt den Bestrafer. Er soll unsere Feinde in Stücke reißen. Aber bei der Tracer muss ich halt immer wieder versuchen, wenn ich den Silence habe, dass... Was ich, wenn die Tracer rein und Geld sie silence, um sie dann auch zu töten. That should take the enemy down a peg or two. I'm Licht. Bombe hat er nicht gehabt. Ich nicht wieder denselben Fehler machen. Enemy just took out a fort. Make sure to deal with the catapults quickly. Double kill. Killing spree.
Wir haben halt ein bisschen wenig AOE-Damage, habe ich das Gefühl. So. Wollen wir mal ganz kurz, sind wir natürlich auch erbarmungslos gehen hier. Und dann mal gucken, ob wir hier die Camps noch durchbrezeln. Ich gehe mal unten gucken. Das Camp gleich defenden und dann mal gucken, ob sie das Camp machen. Unser Mörserbestrafer wird die hohen Himmel in den Abgrund reißen. Sehr gut. Dann werde ich das da oben in der Mitte mal ganz schnell zerstören, das Camp, damit das unser Camp da nicht auf verlorenen Posten steht. Gleichzeitig muss ich natürlich auch aufpassen, dass hier jetzt nicht gleich die Valeva oder die Tracer um die Ecke kommt, aber die scheinen da ein bisschen oben was zu tun zu haben. Das heißt, die werden jetzt hier erstmal nicht kommen. Bei der Abatur wird es da wahrscheinlich. Zum Brunnen? Down. Let's tighten things up. Ja. Die Situation war da. Upgrade your hero in a multitude of ways. Choose one now. A brutal assault. Nice! Enemy slain! Lebenssauger natürlich. Jetzt wieder das Ding zerstören. Jetzt sind wieder aufpassen. Die Tracer könnte da gleich um die Ecke kommen. Okay. Schnell geklärt. Jetzt machen wir mal hier weiter und dann müssen wir mal gucken, oben das Camp könnten wir noch defenden. Was geht da so? We lost the fort. Stay strong.
I didn't read the patch notes. Gut gespielt. Mayhem. Enemy down. Ein Eisbestrahl verdient den hohen Himmel. Streckt ihn nieder. Schnell. Ich geh mal hoch. Ja, ja, ich werde das übernehmen gegen den Abateur. Ja, wir haben nur Chancen, die zu gewinnen, so ist nicht. Wir sind ganz gut dabei, aber der Abatur. Die ist doch irgendwie relativ nervtötend, also so hart reinpusht. Was wir halt brauchen, ist jetzt mal ein Dingsbums. Einen Punisher, um das Gegnerteam mehr unter Druck zu setzen. Aber wir haben da, glaube ich, nicht zu viel. Ja, oh, eh. Killing a hero grants a lot of XP and puts stress on our enemy. Andere Sache ist halt, naja, sie machen halt mehr Camps als wir. Das ist halt auch noch die Sache. Jetzt muss ich halt aufpassen hier unten. Oh. Choose a talent. Job, Team. Genau deswegen. Druckwelle, mehr Silence. Stellt meine Geduld nicht auf. Ja, aber ist schon klar, dass sie da irgendwie stehen wird. Alle Camps irgendwie jetzt durchpushen. Enemy slain. Gut gemacht. Im Schrein sammelt sich Energie ab. Macht sie uns zunutze. Werden. Der Abateur wird sicherlich da unten jetzt reinpushen. Ihr wisst, was zu tun ist. Tötet die Wächter und entfesselt den Bestrafer. Geht! Good work. So Leute, wir müssen. Oh, we have a big problem. Das können wir unten dann nicht mal defenden. You are untouchable right now. Ich stehe in eurer Schicht. Ja, ich gehe. One of our keeps is gone, so watch for catapults in that lane. We're
down and keep. Stay sharp. Ja, das, die machen halt zu viele Camps und die machen irgendwie gar nichts. Frag mich, warum der Kette Satt jetzt hier ist. Das verstehe ich nicht ganz. Ist er gerade gestorben? Ist gestorben, ja. Our core is under attack. Ja, ich muss da halt hinten defenden, was soll ich machen? Die Engel haben einen Mörserbestrafer ins Feld geschickt. Ich habe gerade wieder das große Problem, dass ich mit der A-Taste angreife, was ein großer Fehler ist. Das Ding aber jetzt war einfach too much. Wieder ein ganz, ganz schlechter Kette Satt, aber was soll er machen? The enemy's attacking our core. Too much damage and it's game over. Ooh, we lost a keep. Nothing we can't handle. Schade, 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 schade. Es war abzusehen, dass sie uns da einfach hart punishen werden. MVP. Wenn wir ein vernünftiges Lineup gehabt hätten, das heißt ein vernünftiges Lineup, wenn die einen Tank noch gehabt hätten, einen Hardtank und einen Heal, dann hätten wir das schaffen können. Aber solche Kombos treten halt relativ häufig auf in der Goldliga. Was halt super, super nervig ist, nicht vernünftig gespielt wird, sondern so komische Lineups zusammengesetzt. Das ist halt wie Quick Match. Das ist halt wie Quick Match am Ende des Tages. Mehr ist es halt nicht. Und das kristallisiert sich halt immer mehr raus in der Goldliga. Immer wieder mehr Leute, die sagen, ja komm, ich spiele jetzt halt ohne Tank und ohne Heiler. Wird halt deutlich besser, einfach nur rumbrawlen. Unser Problem war der Aberturm. Der Aberturm hat mega gut reingepusht und wir haben zu selten gegengepusht. Und die andere Sache ist, wir hatten kein AOE-Damage, um auf dem Spot relativ gut Schaden machen zu können. Der Kettesat war nicht gut. Weniger Damage als Anduin, das ist echt erbärmlich. Okay, dann sehen wir uns einfach zum nächsten Mal wieder. Tschüss.